Saskia, da ist wieder da. Warum auch immer das angeblich hier mit meinem Stream zusammenhängt, ich habe null Plan. So. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir beamen uns jetzt nach Hause. Denn ich weiß nicht, in welchem Dorf das war. Weiß es auch nicht mehr. So. So. TP Ultra 1987 189 70. War das von der Höhe okay? Weiß es nicht. Ich habe schwarz, kann mich nicht bewegen. Doch, ist okay von der Höhe. Alles gut. Ja? Ja. Okay. Ja, da muss ich mir, wie gesagt, das mal angucken. Ein Video. So, ich gehe mal ausladen. Ja. Da bin ich dabei. Genau, alle Schätze weg. Das mit der Schulkerkiste, das ärgert mich. Ja, ne? Kann ich total verstehen. Jetzt hier mal einen Diamantharnisch rein. Oh. Sind mal reich geworden, wa? Ja. Was ist denn Hier los? sind die. Gerda kam nicht mehr rein. Und jetzt ist aber wieder alles gut. Ja, und wir haben nur Scheiße gefunden. Und das Problem ist, wir haben Naja, viel bis auf den Scheiße. Diamantharnisch. Ja, okay. Wir haben ganz viel Scheiße gefunden und dabei aber auch meine Schulkerkiste irgendwie verloren. Ich hoffe, dass ich die da einfach nur irgendwo platziert habe und ja. Tja, was mache ich mit dem Bambus? Damit kann man Gerüste bauen. Wenn man hätten wir brauchen können, als wir den Dom gebaut haben. Oh, du kannst sogar daraus Stickies machen. Ja. Okay. Wo tun wir Boot hin? Bei Werkzeug? Guck mal, da gibt es irgendwo eine Ach, hier Kiste auch, mit ja. Boote. Tja, keine Ahnung, wie man sowas craftet. Muss ich mal goggeln. So, ich hab noch Blömkes. Oh, der ist hier irgendwo reingekracht. Das hat Ja. man gehört. Der ist hier irgendwo rein. Gerüst, ja. Ah, drei Bambusstöcke und oben ein Faden gibt ein Gerüst. Aha, okay. Und Gerüste kann man irgendwie kann man. Ach, wie war denn das? Kann man hochbauen und man kann sich in diesen Gerüsten bewegen, nach oben und unten und zur Seite.
Also die. Upp, warte, ich hole mal dieses Bambusgedöns nochmal raus. Faden brauchst du. Und. Oh, wir haben keinen Faden mehr. Doch, hier. So. Wo hast du Das. denn die Leinen aufgehoben? Die ist in meiner Schulkerkiste gewesen. Ich Ja. hab noch eine hier. Okay. Wie ging das jetzt noch? Rechts und links Bambusstückchen. Nur unten? Nee, alles dreis. Von unten nach oben, alles dreis. Und oben in die Mitte ein Faden. Geht nicht. Huch! Danke. Bitte. Gern geschehen. Jetzt bist du sauber. Ja, musste noch mal wieder Also. sein. Rechts und links drei Bambusstöckchen. Ja. Senkrecht. Ins obere mittlere Feld ein Faden. Ah. Ach, das kann ich hier gar nicht bauen. Okay. Ja, hallo, ich bin wieder da. Hallo Wollen wir eben Schnitzel. schlafen? Ja, war. Wir sind wieder zu Hause. Nein, Schnitzel. Oh, die kannst du aber ganz leicht abbauen, wa? Ja. Weiß nicht mehr genau, wie es geht. Ich habe das mal in einem Video gesehen. Ich müsste noch mal nachgucken. Okay. Kann man jedenfalls beim Hausbau benutzen? Aber draufstellen kann ich nichts. Ich kann immer nur daneben stellen. Stell dich mal auf den ersten drauf Ja. und spring. Was hat er denn da hinten hingesetzt, lol? Gehen die, irgendwie geht es nach oben. Setzt es immer an die nächste freie Stelle. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Müsste ich nachgucken, da gibt es einen Trick. Naja, wir haben bis Gerüste. Genau. Antun. Ach so, jetzt haben wir keinen Bambus mehr zum Anbauen, wa? Doch. Doch? Ja, klar. Willst du mal versuchen, einen zu setzen? Ja. Aber na Irgendwo. logo. Da hinten irgendwo hin. Da. Dahinter unserem. Na, sag mal, unserem Stadtpark. Ja. Ja, das war ja ein Ja. mäßiges Vergnügen. Irgendwie schon.
Was man mitnehmen kann, ist, dass die Waffen wirklich funktionieren im Grunde. Ja, das stimmt. Man muss halt einfach F3 drücken, um zu sehen, wo es Osten, Westen, Norden und tralala. Und dann funktioniert das schon. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob die wirklich wachsen. Ja. Ich auch. Wirklich aus wie eine Bambussprosse. Ja, ne? Ich guck mal, wenn ich hier so eine. Nee, also als Samen oder sowas kann man die nicht machen. Wo tue ich denn jetzt die Leine hin? Die ja, ich es habe? Klappt! Ah, die wachsen. Cool. Ja, die Bambusleine. Bambusleine. Ja, ich. Ja, weiß ich nicht. Tu die irgendwo jetzt in Bist die Kiste. Was bist du für einer? Hä? Wo bist denn du? Der Pfeilmacher. Kauf mal einen Smaragd. Das geht ja so schnell. Ja, ne? So, ich gebe dir hier mal die Leine, weil... So. Du dir überlegen. Ja. Ah, warte ich mal. Hier ist... Ja. Boah, mit der Schulkerkiste, das ärgert mich. Ja, natürlich. Ich habe noch so gesagt, lass uns zurückgehen. Ja, gut. Nee, man kann die nicht mit Rechtsklick abbauen. Schade. So, hier kriegst du noch einen Diamanten. Durch mein Gerümpel hier rein. So. Okay. Ja. Diamanten und Smaragd, das ist eine. Ja, wenn das so schnell geht, müsste man doch von hier oben schon mal sehen. Bambuswäldchen. So, und dann haben ja, wir echt, die... tatsächlich. Tatsache. Guck. Geht? Ja. Irre. Blub. Blub. Kannst du zugucken? Plop. Oh, geil. Ja, cool. Sieht dann haben auch wir hübsch ja... aus, ne? Ja. Ja. Immerhin, das haben wir. Immerhin etwas. Ach, und Mensch, wir haben Steffi. Und wir haben schöne Biome gesehen. Ja, das ist wohl wahr. Also im Osten, ne? Naja. Sind wir heute weit gelatscht? Wir tun auch die Füße weh, ey. Ja, ne? Echt mal wahr. Also wenn ich 6000 Blöcke gehen müsste, das wären 6000 Meter, ne? Ja, 6 Kilometer, das kann man aber. Das stimmt. Das stimmt, nee, das ist machbar. Das ist nicht unmöglich. So, ich brauche mal ein bisschen Holz. Der Jute Schweich. Kies. Kies.
So. Ich gucke immer wieder mein Handmeer. Inventar, ob ich nicht doch irgendwo die Schulkerkiste sehe, aber. Hey, die hast du da hingestellt? Das Bett gebaut? War, das war in so einer Kirche, oder? Ich meine, das wäre in diesem Kirchendorf gewesen, wo wir geschlafen haben. Ja. Was jetzt nur die Frage war, dieses Kirchendorf nach dem Dschungel oder vor dem Dschungel? Ich meine, das wäre nach dem Dschungel gewesen. Aber da muss ich mir das Video für anschauen. Das weiß ich halt, wie gesagt, nicht mehr. Also wir sind zum Ufer von dem See. Ja, der See war ziemlich spät. Wir sind ja nur kurz übergesetzt. Dann kam das Blumenbiom. Und dann sagtest du auf einmal, das ist ein Pilzbiom. Genau, oder weil Und ich. dabei war das, es war aber der Schwarzeichenwald mit den Pilzen drin und da drin ist das Anwesen da. Genau. So war das ziemlich spät. Das ist halt mit diesen zwei Kirchen gewesen, wo du anfangs dachtest, dass das ein Wüsten. Wüstendorf ist, Aber dabei Genau. war das, sah das bloß so hell aus. Tja, ist echt die Frage, war das vor oder nach dem Dschungel? Sehe diese Kiste noch da stehen und die zwei Betten nebeneinander. Da stand schon ein weißes Bett drin, ne? Genau, und ich habe ein rotes Bett habe ich gecraftet, weil ich noch rote Wolle in der Schulkerkiste hatte. Zum Glück. Gott, man alles vergisst, wa? Ja, wir haben aber auch viel gesehen, ey. Ja, das stimmt. Mindestens drei Dörfer gefunden, ne? Ja. Könnte sogar das letzte Dorf gewesen sein, wo wir waren, weißt Ja. du? Aber wo soll ich jetzt anfangen zu suchen? Das ist dasjenige welche. Und ich meine. Oh, das wird sogar. Wenn ich Pech habe und ich habe da nicht F3 gedrückt, dann habe ich keine Koordinaten. Und ihr seid allgemein voll weit gelaufen. Ja, definitiv. Das waren über 7000 Blöcke, die wir jetzt gelatscht sind. Wir sind hier bei 168 und dieses Haus war bei 7000 noch irgendwas. 1800. Also wir sind richtig weit gelatscht. Ja. Vielleicht musst du mal außerhalb vom Stream rüberfliegen. Ja, ich gucke jetzt gleich nach dem Stream mal eben in dem Video rein. Ja. Weil anders wüsste ich mir jetzt nicht gerade. Nee, wüsste ich nicht. Pflanzte Beeren. Ja, habe ich mir gedacht, so. Die sehen cool aus. Das stimmt. Habe meine Blumen alle unten reingetan in die Kiste. So. Ich guck noch mal von oben hier. Hä? Die Katze. Von oben hier? Ach da. Guck mir noch mal von oben das Dörfchen an. Ja. Da kommen da noch mindestens zwei Gebäude hin. Zwei, wenn nicht drei. Ja. Ja, hinterm Wasserfall, ne? Der Eins, Bambus, ey. zwei. Ja, plopp.
Ist er da? Und dann war doch noch hinterm Hotel eine Fläche, wo man noch bauen konnte, oder? Ja, da ist auch noch Fläche, wo man bauen kann. Ja, gut. Wollen wir das dann nächstes Mal weitermachen? Ja. Und dann müssen wir hier einen Übergang schaffen, wa? Ja, das muss hier noch schön gemacht werden, ja. Das ist quasi auch noch Baufläche hier, unser Wald. Im Prinzip ja. Den Wald haben wir ja nur als Vorratwald angelegt. Ja. Ah, hier. Guck mal, was hier Da noch geht Bau. noch was. Hier ist noch richtig viel Baufläche. Da geht noch was. Ja. Oh, weißt du, was ich mal eben mache? Was denn? Kommst du mit zum Leuchtturm? Ja. Boah, da war ich schon ewig nicht mehr. Mal gucken, wie das vom Leuchtturm aussieht. Ach so, ja, das Dörfchen. Kümmeriert. Es wird voll vernachlässigt, der Leuchtturm. Ey. Ja, nun. Da kann nicht überall gleichzeitig sein. Ja, das stimmt. Mal gucken, wie jetzt die Aussicht ist. Mal schauen. Ja. Oh ja. Oh, das sieht geil aus. Musst du mal hier hinkommen, wo ich bin. Hier an dem Fenster. Boah, richtig gut. Ja, ne? Fällt mir richtig gut, sogar die kleinen. Ah, nee. Nee, ich nehme zurück. Das sah aus wie dieser Stand, aber es ist ja gar nicht. Obwohl, den sieht man auch so ein bisschen. Ein Stand. Ein bisschen, ja, wenn die Ja. Bäume dann weg sind, den Vorratswald wollten wir ja wegmachen. Na gut, dann haben wir da vielleicht ein Haus, das man, aber ja, schön. Passt sehr gut in die Gegend. Ja. Na, hier ist das Passt sich Moderne. Und sehr gut an. ja, und ist auch irgendwie schön aufgeteilt. Hier so ein bisschen auf alt und hier ist modern. Ja. Zur Not muss der Leuchtturm noch höher gebaut werden. Ah, ja. Das Problem Ja. ist, Yaugi, mein Leuchtturm sollte ursprünglich das höchste Gebäude werden. Und ich weiß nicht, welcher Knallkörper auf die Idee gekommen war, einen Dom zu bauen. Kann mich nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Ich weiß echt nicht, wer das war. Hatte sich das sehr schnell erübrigt und erledigt, dass der Leuchtturm das höchste Gebäude wird, um wieder nach Hause zu finden. Immer diese Knallköpfe. Ja, da sagst du was, Yogi, da sagst du was. Ja. Der ist uns nach wie vor gut gelungen. Ja. Können wir auch mächtig Jetzt, stolz drauf sein. ja, jetzt kann man von hier aus auch so sehen, da gibt es so eine Landzunge, so einen Berg vom Dorf aus. Da steht hinten der Wald drauf und dann geht die Landzunge weiter bis hier Richtung, ein bisschen Richtung Wasser rein. Ja. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man bis da vorne so ein bisschen baut. Und dann vorher mit einem Bauernhof aufhört und dann so Terrassenfelder anlegt. Und komischen Zipfel, der da hochsteht, den würde ich ja fast wegkloppen. Hier vorne Weißt du, dieses 3x3 Gedöns da. der Berg endet in so einem komischen Zipfel.
Ach da, ja. der nach oben ragt. Ja. Ja. Schön. Echt cool. Gut. Alles Dann klar. machen wir Schluss für diese Woche. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, du musst jetzt auch dann ein bisschen Schlaf kriegen. Ja. Ja, mit nächste Du Woche kannst. müssen wir mal gucken. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie und was. Ja, eben, ne? Kein Problem, wir sind in Verbindung. Ja. Ja. Ich drücke euch die Daumen, dass er alles gut über die Bühne kriegt und Dankeschön. ah. Die Omi hat es hinter sich, weißt du. Das ist nur euch geht es. Der Omi geht es jetzt besser. Ja. Ja, ich weiß, es ist schwer. Ja. Gruß an Gerda nochmal von Yogi. Ja, danke schön, Yogi. Gruß zurück, halt die Ohren steif und was auch immer sonst noch. Okay, ich switch mich raus. Alles klar, Gerda. Schön, dass du hier warst. Ja, hat Spaß gemacht, obwohl wir Blöde gesucht haben, aber Ja, aber wir haben ja. es gefunden. Ja, laufen ist ja gesund, ne? Ja, sagt man so, ne? Auch wenn es nur virtuelles Laufen ist. Naja. Oh, das wäre schön, wenn sie es auf die eigene Figur übertragen würde. So, okay. Alles klar. Ich bin dann weg. Okay, schlaf gut. Hallo? Ja. Ah, okay. Ich glaube, ich bin hier auf meinen neumodischen Knopf von meinem neuen Headset gekommen. Ah, ich denke gerade schon so, Ja, das muss ich mich noch angewöhnen. Ich habe mich nach vorne gelehnt und dann habe ich den Knopf dabei gedrückt. Ja, Mensch. Ja, Mensch, ganz vollautomatisch. Okay. Alles Gut. klar, du auch, Gerda. Tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel. So, dann gehen wir auch mal. Disconnected. Disconnected. So, ihr Lieben auf YouTube, ja, für heute war es das oder für diese Aufnahme war es das. Wir sehen uns dann morgen wieder. Frisch. Und ja, macht es gut. Bis dahin. Tschüss.